Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Staffel 5, Folge 8 mit Tobi und mir. Wir haben es diesmal geschafft, die Höhle zu säubern und wir sind jetzt im Silberwald angekommen, wo wir eigentlich bei Staffel 3 schon hin wollten und wir uns leider in der Höhle, glaube ich, war das. Ich glaube, das war die Staffel, wo wir uns dann das Zeitliche gesegnet haben. So, wir wollen auf jeden Fall erstmal hier den Weg runtergehen und gucken, was uns da so erwartet. Ich hole den Tobi dazu. Herzlich willkommen, Tobi. Hallo meine Freunde, hallo Falco. Was ist das denn? Letztens hieß es noch, hallo meine Fans und jetzt bist du auf einmal meine Freunde. Ja, du kannst ja auch mal im Mittelpunkt stehen. Die nächste Ansage ist, hallo meine Untergebenen. Ich hab die Befürchtung. Oder ihr Unwürdigen, sagt er. Warum stehst du da hinten rum? Ja, ich bin sofort da. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, warte, ich wusste nicht, dass du... Was wird das hier? Weißt du, ich bin hier am Klatschen. Ja, warte. Ist alles gut. Derbe. Ja, ich hab's auch. Also hier jeder gegen jeden. Mach ich jetzt wieder aus. Mann. Zeig Tobi, zeig dir, was er kann, du. Plündern als Gruppe mach ich. Wieder. Ne? Ja. Ach, der ist wieder am Schreiben. Was ist das? Du hörst sofort, wenn der am Schreiben ist. Du hörst es sofort. Ja, sorry. Ich mach Plündern als Gruppe, ne? So 3 Stunden später, ja. Weißt du, was du bist? Weißt du, was du bist? Eine fieser Map. Ich hab gerade in die Eier getreten. Ja, es ist halt einfach... dieser Mensch... Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Der sollte wirklich mal Lies of P und sowas spielen, weil der bringt Leute dazu, dass sie anders werden. Vielleicht können solche Spiele ihm das dann eben auch beibringen, dass er auch anders wird. Warum anders werden? Was ist passiert? Was habe ich getan? Ja, du bist menschlich schwierig. Ich bin menschlich schwierig. Und sowas spiele ich zusammen, na Glückwunsch. Aber du hast doch jetzt deine neue Waffe. Warum muss ich dir eigentlich immer helfen gegen Elbermobs? Junge, ich muss die skillen. Sag mal. Ja, aber es ist doch immer so viel. Ich hab 39. 39, ja. Guck mal, wie der mich stalkt. Ja, ich kann das Stream auch ausmachen, wenn dir das lieber ist. Komm jetzt. Ist ja schlimm mit dir. Mit mir ist vieles schlimm. Oh. Schön aufs Maul. Da hast du was für dich. Ah, okay, 2 Int. Ja, ich nehme mal mit, ich muss mal denken. Kannst du gar nicht. Danke. Ist stärker als meins. Ich meine, Frost Damage ist stark, aber. Ja, weiß nicht. Warte, wir warten, bis er jetzt hier respawnt. Ja, das ist eine Escort-Quest, das weißt du, oder? Ja, das weiß ich. Und jetzt? Was denn sein? Ja. Wir warten jetzt, bis der kommt, dann eskortieren wir den dahin und killen noch Mobs. Hier, Kirschner dem nochmal. Boah, 73 Mams. Hier geht so richtig einer ab, so, boah, ich critze. Kennst du dieses Crit-Add-on? Das war kein Crit. Ja doch, stimmt. Doch, war ein Crit. Glück gehabt. So. Ich meine, du hast grüne Waffen. Was erwartest du? Natürlich machst du dann Schaden auf dem Level. Ich kann das alles nicht mehr wirklich. Ah, ey. Wie er sich dafür feiert, einfach eine grüne Waffe zu besitzen. Weißt du, der ist so einer von der Sorte, die dann jetzt irgendwann mal so ein Heulvideo machen, ne? Das nicht. Es gibt es doch einfach nicht mehr. Oh Gott, nein. 114. Na, nice.
Weil kommt der Diss-Track von Tobi gegen Volker. Mhm. Glaub mir, wenn der den bringt. Das wagt er sich nicht. Er ist wieder am Schreiben, man merkt es. Hast du das gesehen? Du bist so ein Arsch, weißt du das? Ich weiß das. Ich weiß immer, wenn du was machst. Das macht mir langsam Angst, dass du so viel über mich weißt. Und das ist nur ein Bruchteil. Und das ist nur ein Bruchteil. Ey, der Bruchteil kommt langsam durch dich, ey. Du hast damit angefangen, dann kriegst du da. Ich kann hier so rumtanzen wie so ein Trottel, ey. Ja, ich bin halt ein Troll. Was? Dance! Dance for Tobi. Dancing Queen. Du bist Dancing Queen, Tobi. Was? Na, da wäre ich aber nicht so sicher. Geht's noch? Ey, du hast so, seitdem du deine grüne Waffe hast, die zweite Waffe, hast du so eine große Klappe, der Herr. Wir können auch ein 1 gegen 1 machen, wenn du willst. Das Ding ist aber, wobei, ich weiß nicht, ich glaube nur Marco Ra ist, glaube ich, auf den Tod, oder? Ja, hier ja, steht, hier unten steht Duell und Duell gegen, Okay, ne? Komm mal hier. Nicht Makura, sondern nur Duell. Ja, das Duell. Nicht Duel to the Death. Nicht Duel to the Death. Ja, hab ich okay, ja. Gut. Aha, so machst du das also. Aha. Kein Heiltrank einsetzen, der Herr. Hm? Alles klar. Haben wir das geklärt, ne? Gut. Ich hätte dich auch schieben können und dich dann halt irgendwie so dich mal näher so, führen. Was klären wir denn demnächst in der Realität auch mit? Genau, so klären wir es dann auch. Also. Am Kölner Hauptbahnhof. Richtig. Da gibt es ja wenigstens noch Zuschauer. Hauptbahnhof, Street Fight. Ja, da gibt es wenigstens noch Zuschauer. Ich hoffe, du hast aus deiner Lektion jetzt gelernt. Ne? Nicht, ja, so den Hafen aufreißen. Nicht so den Hafen aufreißen. Dass du eine schöne Waffe hast. Du kleiner Bananenschäler. Aber du mit deinem scheiß Bananenschäler. Ich weiß nicht, woher du diese Kacke hast. Ich kann dich auch Hafensänger nennen. Ist auch kein Problem. Hafensänger. Also mein nächster Charakter nenne ich Bananenschäler. Im Retail. Nächster Charakter Bananenschäler. Also in Retail müssen wir hochleveln, oder was? Weiß ich nicht. Ich will aber nicht leveln. Jetzt zieh nicht einfach ein gut ist, es geht eh schnell. Ja. Oh, ein Wolf. Für dich hat er gesagt. Ja, das kann er gerne machen. Was mach ich? Ich mach gar nichts. Natürlich. Moritz, warum mischst du dich da eigentlich immer ein? Hast du gesehen, Luca, wie ich ihn gerade zerstört habe? Du bist doch eh nur auf der Seite von Falco. Ja. Wir müssen hier rüber. Der NPC. Ja. Der NPC ist da. Da kommen auf jeden Fall gleich mehr, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Er bezahlt mich mit Freude. Komm jetzt. Ich habe den Quest angenommen. Gut, weil da kam nämlich gerade einer. Ja, im Wald ist jetzt beschützen. Habe ich einen schönen Quirt gegeben noch zum Schluss, so ein 72er in den Nacken rein. Klatsch. Ja, ich habe ja auch nicht ganz ernst gespielt. Ja, das weiß ich. Naja. Und dann wurde er getippt. Wir können das nochmal neu machen gleich. Aber jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass wir die Quest nicht verkacken. Markier mal den NPC am besten. Wo ist er denn hin? Da. Wird gerade angegriffen. Ey, der darf nicht sterben. Ich weiß. Ja, scheiße. Er stirbt aber auch nicht. Oh, der stirbt. Nicht. Gehabt. Aber dann müsstest du ja Tobi markieren, wenn du den NPC markieren musst.
Selbst der. Wow, Luca. Und die habe ich zum Geburtstag gratuliert. Ich verstehe schon. Ah, der Mann ist gut. Der Mann ist Bombe. Hier sind 3 Wölfe. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen nach. Oh, Alter, hier sind super viele Wölfe. Das schaffen wir nicht. Mach erstmal den einen da. Ja, doch, das schaffen wir. Die kommen nicht 4, alle auf einmal. 423 haben sie an in Retail. So, warte mal. Du haust den einen um, ich hau den anderen um. Oh, jetzt gibt das. Ist das denn jetzt die Possibility hier? So. Ich muss schnell fooden, dann bin ich an dem NPC dran. Ah, der Luca, der hat meinen Humor, der Mann, der ist gut. Natürlich mit seinem Blitzding da, ey. 35 zu 124 Schaden. Hast du gehört, Tobi? Was? 423 hast du. Ja, das ist ja schon vor einer Stunde gesagt. Ich hab mir das gemerkt. Ich hab ein gutes Gedächtnis. Nee, ich find das gut, Luca. Arbeit abgeschlossen. Ich find das gut, dass ihr macht. Das find ich gut. Ja, ja, ist das gut. Das ist auch meine Seite. Wenn du nicht für mich bist, das geht nicht. Ja, der Mann weiß schon, auf welche Seite er sich stellt. Also, das Wichtigste ist gleich, wenn der eine Elite in der Nähe ist, wir müssen den markieren, ja? Kriegst du schon wieder eine Waffe? Klar. Arbeit abgeschlossen. Sag mal, was ist denn eigentlich? Aber das ist eine Luschenwaffe. Ja. Egal, wir machen jetzt mal direkt hier die Quest. Ja, dann komm. Wir müssen noch. Ich brauche noch 5 Herzen. Kannst du mal Kirschen an hier? Räumst du mal ja, bitte auf. Sag mal. Das ist unfassbar. Junge, das sieht immer so stinkt, ey. Du bist so ein absoluter. Ja, ja, Wusa, mein Freund, Wusa. Ja, aber glaub, bei ihm hilft kein Wusa mehr. Bei dir hilft es eigentlich nicht mehr. Oh, ich muss ja auch noch einen 12er. Ah, danke, da kommst du her. Okay. Ja. Ich darf auch was machen, okay. Ja, kannst du. Hast du es zu meiner Zufriedenheit gemacht? Ich sag dir, wir machen das Duell nochmal und dann mach ich sowas kaputt. Du bist eh gleich Level 12, deshalb, ne? Ich bin auch gleich Level 12. Ja, siehst du? Ich hab schon 93,8%. Und du? 72%, wenn ich es richtig sehe. Stimmt das? 72, ja. Habe ich einen ganz schönen Vorsprung. Ja. Was soll ich dir dazu sagen? Lieber nix. Es wäre nur was Fieses. Ah, die Waffe ist gleich auf 50 und dann kassierst du gleich. Kein Thema. Wir sind doch ein Team. Mhm. Und dann kassierst du gleich, wenn ich sowas wieder höre. Ja, der Frust muss raus, Junge. Du hast mich gereizt. Oh Gott, Junge. Hier, liegen über Leichen rum. Nur nicht deine, leider. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Pass mal auf, der Wong, der kommt bald. Ja, wobei, ein bisschen ist noch, ein bisschen geht's noch. Ach, du meinst Azul oder wie der heißt? Ja, ja, Son of Arugal. Ach so, der, naja. Ja, die, ja, wenn der uns einmal sieht, sind wir halt einfach instant weg. Wollen wir nicht ja sagen, dann müssen wir einfach flüchten gehen. Und man merkt, der Tobi ist wieder sehr unentspannt heute. Das sagt der Richtige. Wer hat denn die ganze Zeit irgendwie, ich habe irgendeinen kleinen Witz gemacht und dann immer so eine komische Stimmung kam da immer bei dir auf. Eine komische Stimmung? Ja, bei mir war heute alles gechillt. Ich war total relaxed. Da liegt eine Leiche. Aber das Ganze... Ey Moritz, ganz ehrlich, du bist echt einfach zufriedenzustellen. Und da noch eine Leiche. Und noch eine Leiche. Ich glaube echt gesagt, dass Moritz seinen eigenen Fanclub bald auf YouTube hat. Weil er ist nicht dabei, aber er ist halt einfach der, der die Sprüche auch noch bringt, weißt du? Hm. Ja, er ist so wie der Uwe, der ist halt immer dabei. Ach, du bist der Klausi.
guck mal, darüber kann man nicht lachen, aber als du irgendwie diesen einen Witz da gebracht hast mit was auch immer, da sollte ich darüber lachen, was, Falco? Ja, du bist ja auch unlustig, Tobi. Oh. So, das ist jetzt genau das, was ist jetzt die Rache, ja? Also. Ich muss spielen. Ihr seid schon. Ich meine, ich leide mit dir, aber wenn du solche Sprüche bringst, dann musst du leider eben auch ein bisschen was aushalten. Er leidet mit dir, mhm. Aber du machst so viel Schaden, ey. Ja, Mann, gut, ne? ich mache auch so viel Schaden mit meinem Stab. Wenn du jetzt noch eine Waffe mit Stärke hättest, dann nicht mit AP. Da ist wieder nächster gespawnt. Ach ja. Ach, Freund der Sonne, ich sag's euch. Was denn? Keine Sonne. Die Uhrzeit nicht mehr. Bei mir gibt's heute den ganzen Tag keine Sonne. Das ist traurig. Ne, finde ich nicht. Na gut. Lebst halt, wenn nicht im Koffer oder so, im Sarg. Ach ja. Noch rein. Du wohnst im Sarg, das sagen viele. Gott, der hätte auch von dir sein können, Tobi. Ich dachte, das wäre von ihm. Den habe ich mir selbst ausgelassen, finde ich gut. Na gut, da bist du wahrscheinlich auch der Einzige. Ehrlich, Leute, hier ist Stream. Der war ja echt lustig, oder nicht? Nee. Also der war jetzt mal, den habe ich mir spontan ausgedacht. Der ist doch echt völlig fallen. Hier, schreibt mal was, wenn ihr den gut findet. Luca, was sagst du dazu? Seid mal nicht auf der Seite von Moritz und von Falco, seid mal auf meiner Seite. Was? Der war absolut fein, der Witz. Der war okay. Danke. Ja, okay, ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja, ne? Okay, ist aber besser als das, was ihr sagt, weil ihr sagt gar nichts dazu. Weil das sage ich dazu. Es kommt wieder irgendwas. Oh Gott, ey. Diese Emotes, ey. Sind die von Jinji oder von wem sind die? Von Jinji sind die. Oh Gott. Was? Ich muss Jinji abonnieren, weil ich ja sein Interface ja auch hab. Ja. So, nee. Ah, wo sind die ganzen Wölfe? Wie viel brauchst du denn noch? Ach, du hast jetzt zwei. Ich brauche noch vier Herzen. Ja, ich sterbe, glaube ich. So, hinter uns ist auch wieder einer. Ich nehme sofort Level ab. Das freut mich, dass du ein Level ab hast. Ja, danke sehr. Ich bin bei 77, aber das zum Thema. Ne? Und irgendwann hat er ein Level vor. Ja, ich glaube, der schummelt nämlich. Ich spiele offstream kein bisschen. Ja. Und dann sagt er, komm, lass uns kämpfen. Komm. Boah, du bist so. Oh Mann. Was denn? Tobi, nicht heulen. Ich kann man nur bemitleiden, kann man dich nur bemitleiden. Mich? Ja. Warum? Ja, weil du immer so rumheulst. Ich geh kaputt. Das sagst du mir. Ich weiß nicht. Ich freue mich schon, wenn ich mit Tobi Retail schwing. Ja, ich freue mich auch. Mit Falco zusammen, ey, wir werden in einem Plus durchgehen. Oh, da ist noch einer direkt gespawnt. Hilfe. Ich müsste eigentlich Heiler spielen, aber ich glaube, in Retail ist noch. Nein, du spielst Hunter. Du spielst Hunter. Das ist gar keine Wahl. Das ist keine Wahl. Ey, ihr mit euren Emotes, Leute, wirklich. Erst einmal. Oh, der NPC geht drauf. So, jetzt kriegst du den Spülmaschinen-Emote hier. War ganz schön knapp hier. Komm mal hier, ich gebe ihm einen Int-Buff, da freut er sich seines Lebens. Und dann stirbt er um die Ecke. Nee. Komm. Sollen wir. Achso, wir müssen ja umloggen, aber wir brauchen mal ein paar Leute für die Gilde, by the way. Wie viele Unterschriften haben wir denn?
deutlich mehr als letztes Mal. Ja, wie viel waren es da? Ja, wir brauchen noch 5. Ja, du hast mich ja auch noch nicht unterschreiben lassen. Das stimmt, also noch 4. Siehst du? Und mich auch nicht. Also noch 3. Hä? Hast du nicht? Doch, habe ich. Wurde dazu Mozart benötigt. Ja, so richtig so. Siehst du? Wenn du es nicht für mich machst, Moritz, dann machst du auch für deinen besten Kumpel, den Falco. Peace, Falco, Alter. Hast du gehört, Alter? Ja, Moritz, danke dir. Wunderbar. Ja, Alter. Ja, nehmt euch doch einfach ein Zimmer hier bei. Ne? Bist ganz du nur neidisch, Alter? Ich wollte gerade sagen, du bist einfach nur neidisch. Bin ich neidisch, auch. Auf so viel Liebe bin ich auch neidisch. Kleiner Perversling. Du bist so durch im Leben, ganz ehrlich, du bist so durch. Du bist ja so durch im Leben. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Ja, wir brauchen hier noch welche. Aber hier sind gerade keine. Ja, hier sind die. Wir müssen wieder zurück. Andere Richtung. Wir müssen zurück müssen wir. Was hab ich eigentlich falsch gemacht im Leben? Ah, oh, wenn ich damit anfangen würde, das wäre schwierig. Wie lange läuft die Ausgabe, by the way? 21. Ja, haben wir noch Zeit um Ende. Ja, ich kenne Tobi seit 30 Jahren schon. Mein Beileid. Nee, da wärst du ja. Das kann nicht sein. Ich habe Tobi zufällig auf Twitch gesehen. Das ist richtig. Und seitdem hängen wir zusammen. Oh, 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 hast du gesehen, was Luca geschrieben hat? Toto. Hast du gesehen, was der Heiko geschrieben hat? Der ist stolz auf uns, dass wir noch am Leben sind. Ja, er ist stolz auf uns. Jetzt. Was ist denn jetzt los hier? Ey, Luca, ich habe jeden Beitrag von dir auf Gamer Profiles geliked. Jeden einzelnen Beitrag. Selbst wenn es hier um FIFA geht, was jetzt nicht mehr so heißt, sondern EA, FC, Sports, bla bla. Ja. Selbst das habe ich geliked. Das ist voll Togo, das Spiel. Das soll auch ganz okay sein. Halt, hat sich ja nur nichts geändert. Es also, ist wie es ist. Geholt. Fertig. Wie bitte? Was? Wie, du bist fertig? Ja. So. Mir fehlen noch 2. Du Scheiß. Du bescheißt doch wieder, ey. Ja gut, stimmt. Falco, mach das nicht. Ich wechsle die Seite. Ey. Sehr gut. Das gefällt mir. So. Können wir hier anfangen? Machst du es bei mir? Nein. Falco ist generell kein Supporter auf Gamer Profiles, muss man dazu sagen. Ich bin selten auf dieser Seite. Es tut mir wahnsinnig leid. Das stimmt. Für unser Netzwerk kannst du zumindest mal alle paar Tage mal vorbeikommen, das machst du ja zumindest. Ja, ich gebe alles, aber ich kann halt nicht alles geben. Ich gebe alles. Deswegen kann ich nur einmal in der Woche auf die Seite gehen, was eine Arbeit von 10 Sekunden ist. Ja, das ist mein Beitrag. Groß Kirschner. Das ist mein Beitrag zum Leben. Ich gebe alles. Alles, was ich habe, gebe ich. Das ist so ein. So räudig. Hast du jetzt schon mehr gepostet? Du hast ihm doch schon wieder irgendwas geschickt oder so. Ich kenne dich doch. Ja, so, fertig. Wenn du so lachst, hast du ihm irgendwas geschickt. Nein. Ich kenne dich, Moritz. Besser als du lieb bist. Nein, er hat mir nichts geschickt. Ja, alles gleich noch vor. Mach's gleich. So, wir gehen jetzt zum Grabmal. Da, wo du hinkommst. Da, wo ich dich jetzt verbuddelt werde. Ist das nicht ein schönes Gebiet, jetzt mal ehrlich? Das erste Mal, dass wir hier sind, ne? Ja. Wir haben es noch nie so weit geschafft. Ich hoffe, wir bleiben auch lange hier. Das ist schön. Was ist das für eine Lache, Junge? Komm mal klar. Ja, das hier, das ist genau die. Ja. Oh, du wünschst ihm den Husten? Was bist du denn für ein Freund? Aber wenn man halt so eine komische Lache hat, dann muss man eben auch die Konsequenzen tragen. Moritz, ich will ja dich hetzen, ne? Aber ich würde mir das ja nicht gefallen lassen. Prost. Du hetzt aber, Kollege.
Jetzt trinkt er wieder seinen komischen Orangensaft. Also so wie das aussieht, das ist kein Orangensaft. Bei Tobi ist das, ich höre bei Tobi genauso zu wie meiner Freundin. Wenn meine Freundin redet, kommt auch mal so ein Rauschen im Kopf. Und so bei ihm ist das so auch teilweise. Es kommen so Bruchstücke und dann kommt wieder so ein Rauschen. Ja, ja, jetzt wo es in Richtung Retail geht, das ist die große Klappe. Aber als ich dir in Classic helfen konnte, da warst du sehr, sehr glücklich. Da habe ich auch eine große Fresse gehabt. Habe ich auch gemobbt. Am Anfang nicht. Ich kenne Moritz nicht anders. Ja, du. Tobi kennt mich schon zu lange, Alter. Das ist richtig. Oh, scheiße, wie lange kennen wir uns eigentlich? Zu lange eigentlich. Ja, seit... Zu lange. Wir rechnen in Addons von WoW, so rechnen wir. Moritz, ich weiß nicht, ob du es auf meinem YouTube-Kanal gesehen hast, diesen Short, wo es dann hieß, wo der Tobi gesagt hat, dass er und ich uns auf Game of Proof Files kennengelernt haben. Und dann habe ich dann direkt geschrieben, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Das Ding hat hunderte von Aufrufen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das hört sich an wie so eine Tinder-Seite, Alter. Das Gamer Profile? Haben uns auf Gamer Profile kennengelernt, du. Tinder-Seite für Gamer, Was spielst du denn? Ja, ich spiel das. Willst du mal mit mir spielen? Ey, ich kann das nicht mehr. Oh Gott. Ich könnte jetzt so einen bösen Spruch raushauen, das lasse ich lieber. Komm. Vorbeikommen, kannst du mit mir zusammen spielen oder wir spielen was gemeinsam. Nicht wahr? Ja. Oh Gott. Junge. Pack die PlayStation 2 ein und komm rüber. Was? PlayStation? Nein. Also, PlayStation 5 hier, ich will mir keinen Geringverdiener. Also, so. Ich glaube, ich würde kurz noch anders supporten wollen. Was willst du? Ich bin auf Level 12, weil ich warte, bis du auch Level 12 bist, dass sie die Fähigkeiten holen. Ich bin ja nicht so, ich warte, bis du auch 12 bist. Mhm. Das ist nett. Was willst du jetzt heute noch machen? Ja, bis 1 habe ich da. Der hat echt ein Kurzzeitgedächtnis heute. Kann ja sein, dass du jetzt dir dann anders überlegt hast. Der ist mein Kopf ganz woanders. Mhm. Das kann keiner beweisen. Glaub mir. Das geht. Hä? Ich hab doch gerade das angenommen. Bin jetzt hier runter. Müssen Rentner nicht längst schon schlafen? Oh, den kannst du nicht bringen, weil Tobi ist nicht viel jünger als ich. Er war ja gegen uns beide gerichtet. Einmal hält, dann immer richtig hält. Nein, der will dir zur Seite springen. Das funktioniert nicht. Du musst ein bisschen früher aufstehen dafür, Luca. Nee, das war... Ach, an uns zwei. Okay. Doch, das waren uns zwei gerichtet. Doch, hat's ja, recht. Ja, ich weiß. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Du scheinbar nicht. Was? Ja, wenn das Einzige ist, was du lesen kannst, dann Glückwunsch. Ja, das kannst du klippen, das hast du toll gemacht, das kann man für die... Boah, der war gut, der war richtig gut. Ja, den hast du toll rausgehauen, herzlichen Glückwunsch dazu. Sie sind ein ganz großer, ein ganz großer Lissi. Oh, der war richtig gut. Junge, ey, wirklich. Wie er sich selbst dafür gefeiert, ey. Wie er sich einfach gefeiert, ey. Klar! Ja. Junge. Er kam aber auch aus der Pistole geschossen, ey. Junge. So aus dem Handgelenk geschüttelt, so paf. Wirklich, ey. Ich kann das nicht mehr. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal 4 Clips. Das ist auch schon mal sehr schön. Wie 4 Clips? Ja. Soll er nix? Ja, doch. Du kriegst es nur nicht mit. Sag mal, was hast du denn da alles geklippt? Ah. Wo bist du denn jetzt? Oh mein Gott, so, wir müssen dich jetzt auf Level 12 bringen. Ja, ich brauch noch 5%. Ja, dann machen wir jetzt die Mobs hier, die wir eben machen. Also ich hab da hinten auf jeden Fall die Quest Return to Quinn. Hast du die auf? Also die Quest heißt, wie heißt sie? Ja, Return to Quinn heißt sie. Ja, hab ich. Also zu Quinn zurückkehren anscheinend, also.
Ja. Naja, aber Tobi weiß ja, dass das hier alles ja nur Spaß ist. Ja, natürlich. Wir machen auch alle nur Spaß hier. Ich habe da einen Falk auf der Gamescom getroffen. Ich weiß ja, dass das für ein cooler Dude ist. Ja, Mann. Bin auch ein cooler Dude. Ja, ich weiß. Ja, der Moritz ist auf. Ja, das sag ich dir. Moritz ist safe. Nächstes Jahr am Kölner Hauptbahnhof. Und dann gibt es. Kasala. Kannst dich drüber kaputt lachen, wie du willst. Nächstes Jahr treffen wir uns. Und wenn ich nach Richtung Hamburg komme. Ja. Ach, du bist ein Hamburger Junge. Telefon. Weil da geht's dir dann hoffentlich wieder besser und dann bist du auch wieder. Ich bin hier schon, keine Ahnung, vielleicht nibbel ich ja nachher ab. Nein. Ah. Er ist auch so ein Hamburger Junge. Ein richtiger Hamburger Junge. Okay. Hamburger Junge. Hamburger Junge. Wir sind alles Hamburger Jungs. Ja, Mann, das Einzige, was in Hamburg braun weiß, ist, dass ich scheiße im Schnee. Brauchen wir wirklich sowas in unserem Let's Play? Wir haben vielleicht auch St. Pauli-Fans, die das gucken wollen. Ist genau das Gleiche. Warum lässt du sowas durchgehen? Ja, das ist ja nicht nur gegen mich, sondern auch gegen die. Werder Bremen hat keine Fans. Das ganze Stadion und das alles nur ein Greenstream. Und in Wirklichkeit sind das drei Fans, die immer wieder Copy-Paste sind. Wir wollen auch vielleicht Werder Bremen-Fans mit unserem Let's Play ansprechen. Nein, wollt ihr nicht. Ja. Weißt du, jetzt muss ich mal gegen den HSV donnern. Jetzt muss ich, weißt du, das Problem ist jetzt, es tut mir ja leid, Moritz, aber das ist A, das mit dem St. Paulianern, das ist ja natürlich purer Neid. Wie viel Derbys von den letzten 6 habt ihr verloren? So, jetzt geht's ab. Jetzt kann ich zurücklehnen. Oh, jetzt hat sich die Zusammenarbeit auf jeden Fall erstmal aufgekündigt. Das ist schon mal schön. Nö, hat sich nicht. Das ist ja konstruktives Dissen, ist das ja. Ja. Also Moritz finde ich das gar nicht so lustig. Das glaube ich nicht. Aber der Moritz weiß das schon. Als AC Milan-Fan raus, ja gut, AC Milan. Ihr seid die jetzt Dortmund, glaube ich, in der Champions League raus. Moment, warte mal, AC? Wie war denn das letzte Stadtderby? Ach ja, habt ihr 5-1 auf den Arsch gekriegt. Aber warte mal, AC Milan ist doch in der Champions League Gruppe mit Dortmund verwechselt das jetzt. Und ja, wir werden letzter. Ja, Dortmund wird keine Chance haben. Was? Gegen AC? Safe. Nee. Doch. Also gegen Newcastle gehen die unter und dann haben sie so gut wie keine Punkte. Oh, Moritz ist doch sauer, wa? Nö, wieso? Also ist ja, weil du noch nicht geantwortet hast, deshalb. Wir haben, glaube ich, die 4 jetzt von denen Derbys. Ich glaube 4. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Derbys verloren, aber dafür haben wir aber auch. Ich meine, das letzte habt ihr gewonnen. Sie haben da auch nee. Jetzt von. Glaub von ich glaube von jetzt von der zweiten Liga, warte mal kurz. Egal, du bist Level 12, dann können wir wegporten. Wieso wegporten? 6, 7, 8, ja, weil wir Level 10. 12 sind, wir holen neue Fähigkeiten. Also von 10 Derbys hat Pauli 4 gewonnen, wir haben 3 gewonnen. Oder willst du riskieren und wir spielen es erstmal so weiter? 2 unentschieden. Ja, hatte ich mir schon gedacht, aber die letzten 6, glaube ich, das war gegen fast alle am Pauli. Das letzte Derby-Spiel haben wir 4-3 gewonnen zu Hause. Stimmt, ja, letzte Saison. Und davor haben wir halt unglücklich in Pauli halt 3-0 verloren, davor haben wir aber zu Hause wieder gewonnen 2-1 gegen Pauli. Ja, okay, ja, da waren ausgeglichen. Und doch, ich höre dir zu, ich kann nämlich 2 Leuten zuhören. Ich gehe jetzt zu Grabmal und dann fliege ich nach Unterstadt, du Bananenschäler. Ich kann 2 Sachen gleichzeitig, im Gegensatz zu dir. Was willst du denn jetzt beim Grabmal? Wir haben da gar keinen Quest abzugeben. Du willst doch nach Unterstadt. Ja, aber ich habe mich da schon, ich habe mich da eingeschrieben. Ich kann mich da hinporten. Ja, dann mach das doch. Meinst du, warum ich jetzt zum Grabmal latsche? Alter, ich kann das nicht mehr. Das letzte Spiel gegen Bremen, das war in der zweiten Liga, da wurden wir ja beschissen mit zwei komischen gegebenen Elfmetern. Es sind immer die anderen schuld, man kennt's. Als Gladbacher hat man auch keine Ausreden, hat man auch gesagt, wir haben die ersten Spiele einfach scheiße gespielt. Was? Ja komm, wir spielen jetzt in der zweiten Liga, Alter. Ach komm, jetzt mach's doch nicht so hart, wie es ist. Okay, Schalke und Berlin spielen jetzt in der dritten Liga. Okay,
Berlin könnte schwer werden. Die Berlin wird kein dritte Liga spielen. Ach. Nee, wenn sie absteigen, wenn die müssen, das Lustige ist ja, Berlin muss ja aufsteigen. Berlin wird nicht absteigen. Berlin muss aufsteigen, wenn sie. Ich glaube eher, dass die noch um den Aufstieg mitspielen werden. Wer? Die Hertha? Auf gar keinen Fall. Ja, warte mal. Vergiss es. Schalke auch. Das Ding ist schon durch. In der Rückrunde, warte mal. Nein, definitiv not. Guck dir mal die Mannschaften an, die da oben stehen. Also. Ja, ich weiß ja nicht, dass die 34 Spieltage so. Also, denn. Ja, die Fortuna steigt auf, richtig. Der letzte Stand ist, den ich habe, dass Berlin aufsteigen muss. Wenn sie nämlich nicht aufsteigen, kriegen sie Lizenz nämlich nicht mehr. Die haben jetzt die Lizenz, haben sie nur mit Auflagen gekriegt. Ach, das ist ja ein Träumchen, ja. Ey. Ist ja deutsch. Und wir haben jetzt schon mal die ganzen Hertha-Fans, die St. Pauli-Fans, die Bremen-Fans. Wen haben wir noch alles? Ach ja, stimmt, die AC Milan-Fans, die haben wir jetzt alle verkrault. Die gucken jetzt alle nicht mehr unser Let's Play. Ach so. Und sehr gut gemacht. Es sollten Vereine wie RB Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen und diese Vereine sollten alle verboten werden. Ach genau, und Schalke-Fans haben wir auch nicht mehr. Und hier, die du gerade genannt hast, die haben wir auch alle nicht mehr. Also bald guckt einfach gar keiner mehr unser Let's Play. Doch, ich. Also die Schalke, die Schalker steigen auch auf. Die haben ja eine Qualität im Kader, der reicht ja gerade mal Regionalliga. Der hat ja hier, keine Ahnung, mehr Qualität im Kader. Die haben jetzt mal Raoul angefragt, als ob der da jetzt hinkommt. Der hat doch schon abgesagt. Ja, hat er schon. Da siehst du auch mal. Da siehst du mal, was die Schalker von sich denken, dass sie einen Raoul fragen. Genau. Mhm. Interessant. Das ist richtig, ja. Was meinen die eigentlich, wundert, was sie wären, ey? Ja, das Lustige ist ja, bevor die Start der zweiten Liga war, hat sich Herr Knebel noch hingesetzt. Innerhalb von den nächsten 5 Jahren will man in den Top 6 Bundesliga sein und einen Kaderwert von 200 Millionen plus haben. Also Knebel ist der jetzt die Tage fliegt. Na, klappt wohl nicht so gut. Ja, das geht nie gar nicht. Die kannst du gar nicht rausschmeißen. Er muss selber gehen. Weil er handlungsunfähig ist. Ja. Achso, stimmt, ja. Wir müssen halt vorher. Die haben sich selber ins Bein geschossen. Haben sie. Warte mal, der Aufsichtsrat macht das so, oder nicht? Nein! Die haben, wenn sie Knebel rausschmeißen, haben sie keinen mehr im Verein, der den Verein führen kann. Ja, ist ja egal. Wenn sie neuen haben, dann ist der aber nicht. Ja, aber wer will die sich denn diesen Pumps da antun? Ah, irgendeinen findet man immer. Tja, irgendeinen Verzweifelten, ja, das stimmt. Fragen Sie keine Ahnung, ja. Irgendeiner, der da an der Weltinsel-Arena rumläuft und Flaschen sammelt. Naja, so Bock uns zu arbeiten? Okay, ich lieber Flaschen sammeln. Ich habe zu wenig Silber, um mir den Fireball zu kaufen. Wie viel brauchst du denn? Ja, warte mal, ich guck mal, ich kann ja hier mein Leder verkaufen. Das reicht dann, glaube ich. Ja, die Schalker kannst du vergessen. Die müssen aufpassen, dass sie sich noch einen runtergehen. Dann ist der Verein nämlich auch hinüber. Ich meine, das ist auch nur so ein Ding auf Zeit. Ja. Was anderes ist das nicht. Ja, und bei. Mir tun trotzdem die Fans leid, kommt auch schon wieder. Und bei Hertha? Hertha hat doch diesen Investor, 777. Da wurde ja gesagt, warum die nicht rein Geld reinstecken. Die haben gesagt, nö, wir warten bis 15, bis die 50+1 Regel fällt und dann können wir niemanden übernehmen in den Verein zu 100%. Die wird aber nicht fallen. Und darauf spekulieren sie. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, es ist nur eine Frage Zeit. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die wird fallen. Ah, Beidhändigkeit kann ich lernen, ja. Mit Level 20. Ah ja, dann kannst du es erst, okay. Ja, dann machst du halt bis dahin halt einfach zwei Handlungen, gut ist so. Ist auch völlig fein. Schildhieb brauche ich nicht überwältigen. Sein Scheiß. Oh! Wie lange läuft eigentlich jetzt die Folge? Gleich 40. Wir müssen ein bisschen überziehen, passt schon. Ja. Ich muss nach Brill. Warum muss ich denn nach Brill? Ach, meine Krieger. Meine Kriegerquest.
Nee, also. Für mich sind Aufsteiger, die das unter sich ausmachen. Da kann einer sagen, was er will. Das ist St. Pauli, das ist der HSV und das ist die Fortuna. Und boah, ich brauch 6 Silber für die Scheißfähigkeit, egal, kauf ich jetzt meine grünen Sachen dazu. Eine Offen mit einem Willenskraft wird man wohl eh besser sein. Aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass, dass der HSV jetzt schon wieder nicht schafft. Warten. Ja, das Problem ist. Keine Ahnung, als man ja jetzt gegen Elversberg und Osnabrück ja verloren hat, dann war ja so eine Weltuntergangsstimmung, wo ich gedacht habe, meine Fresse, also wir haben ja 2 Spiele verloren, wir haben zwar extrem kacke gespielt, aber man kann sagen, alles scheiße ist, wenn man unten stehen würde, wie Schalke oder Hertha, dann kann man sagen, ja, alles scheiße, den Trainer in Frage stellen. Ja, nee, der Tim Walter ist schon ganz gut da, nur. Der HSV hat das Probleme gegen die Mannschaften, die halt von unten kommen. Das hatten wir in der ersten Liga schon gehabt, das Problem. Ja. Ja, und jetzt kommt ja, glaube ich, Wiesbaden, ne? Das haben wir auch schon gehabt. Wenn es um was ging, haben wir immer verkackt. Ja. Ja, Relegation gegen Stuttgart war ja wohl unter aller. Da, da habe ich sogar zu Tobi gesagt, dass das glaube ich nicht. Wir haben konnten Glück vom Glück reden, dass wir das Hinspiel nur 3-0 verloren haben. Ja, das hätte halt zur Halbzeit schon 5-0 stehen müssen. Ja, dann immer kurz davor haben die halt den Hoeneß halt eingesetzt. Ne? Ja, der Hoeneß ist Gold wert für uns. Und ich hab jetzt Tobi auch noch gesagt. Ich glaube nicht unbedingt, dass es an ihm liegt. Ich glaube, es war einfach damals die Situation, dass sie halt genau in der richtigen Situation einfach noch den Trainer gewechselt haben. Und dann. Ich habe zu Tobi damals noch so einen Push. Ich habe damals zu Tobi gesagt, ich spielen möchte, das ist Stuttgart und Augsburg. In die möchte ich nicht unbedingt spielen. Ich habe ja gehofft, auf Bochum gehofft. Mhm. Ja, ich eigentlich auch. Und dann als ein Feststellen gegen Stuttgart, habe ich zu Tobi gleich gesagt, das kannst du vergessen. Und ich hoffe, dass Mainz jetzt noch den Trainer erst nach dem Spiel gegen Gladbach wechselt. Und als ich das Hinspiel gesehen habe, habe ich gedacht, meine Fresse, zum Glück hatten wir heuer hinten im Tor gehabt, sonst hätten wir da 5-6-0 verloren, das Hinspiel schon. Ihr hättet zur Halbzeit schon 4-0 zurückliegen müssen. Ja. Okay, also ich bin jetzt hier fertig, du auch? Ja, ich habe jetzt, bin noch gerade am Kochen. Aber im Rückspiel, ja, haben wir lange mitgehalten. Wir sind früh in Führung gegangen und dann hat man gedacht, komm, da kann dann vielleicht noch was werden. Warte, ja. Diese Delivery, diese Lieferung, das hast du schon gemacht, oder was? Was für eine Lieferung? Wir sollten hier irgendwas hinbringen. Aber da hast du die Qualität, aber den Qualität. Ah, nee, habe ich schon nicht. Ganz klar gesehen, aber. Ja. Das Wolfherz soll mit einbringen. Ja, du konntest merken, nach dem 2-1, was die Stuttgart gemacht haben, war Feierabend. Ja. Das erste Tor, das schnelle Tor von Hamburg, das hat natürlich noch mal ein bisschen Auftrieb. Wenn wir da 2-0 geschossen hätten, dann hätte man gedacht, gut, es ist jetzt nur noch 3-2. Ja. Also man muss halt schon sagen, dass jetzt im Doppelpass haben sie alle gesagt, so ja, der Baumgart, der ist safe in Köln. Ich sehe das auch nicht so. Ich sehe das so. Ja. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht, Luca. Vielen Dank, dass du da warst. Schlaf genau, gut. Schlaf gut. Hast du das gelesen, Tobi, was ich geschrieben habe? Warte mal ganz kurz. Vielleicht streame ich morgen New World. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht streame ich morgen New World, morgen Abend. Hm. Weil du streamst ja morgen Abend nicht, ne? Sehr wahrscheinlich nicht, nein. Ja, ich überlege nur, ob ich mir das den DLC kaufe und nicht 30 Euro wäre eigentlich okay vom Preis. Ist er? Sag ich ja. Aber ich wollte jetzt nicht groß Content dazu machen, also wenn, dann ist es halt nur spontan oder so. So. Ich weiß noch nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht gehe ich auch morgen das erste Mal in Retail rein, aber dann muss ich die ganzen Addons wieder vorbereiten, dass wir wieder Jahre Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Addons einstellen, boah, das ist echt immer nicht so cool, ehrlich gesagt. So, ich hab die Quest ist abgegeben. Naja, ich hol mir gerade noch die Elite-Quest irgendwie, meines Eden Dungeon Quest, aber manchmal hier. Du hast das gelesen. Was denn? Das mit Walter? Ja. Die haben aber auch. Nur weil ich nicht immer antworte. Nur weil ich nicht immer antworte, heißt nicht, dass ich das nicht lese. Ich weiß. Und damit ich nicht immer so viel schreiben muss, weil es gerade in letzter Zeit sehr anstrengend war, mache ich es meistens so, dass ich dann einfach irgendwie
ein Like nehmen, was auch immer das man sieht. Ich hab's auf jeden Fall gesehen. Ja, ich weiß das. Ja. Aber die haben aber auch einen Schrott gelabert, ey. Tja. Nee, das ist halt. Er ist kein Ja-Sager. Er ist kein Ja-Sager und kein Kumpeltyp. Ja. Wenn du zu ihm sagst, du findest, du sagst, wenn du zu weiter sagst, du bist scheiße, sagt er weiter zu dir auch, du bist scheiße. Arbeit abgeschlossen. Mhm. Und wenn er blöde Fragen kriegt, ist natürlich klar, dass er blöde Antworten gibt. Warte mal, wo war jetzt nochmal diese Quest? War die unten, oder? Ja. Ja. Ach ja, beim Apotheke. War also bei den Alchemisten, ne? Man muss wieder warten. Ich laufe. So. Wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Jetzt zurück. Ich muss eigentlich nach Brill. Ja, dann geh doch nach Brill. Dann geh doch zum Netto, Mensch. Ist so unentspannt. Ja, mach's doch, ist okay. Ach ja, ich hab einen Penny vor der Haustür. Ich geh mit rein. Nein. Was, zum Penny? Nee. Geh ich nicht, geh nur zum Aldi. Ist mir viel zu teuer. Jetzt haben wir noch all die Leute vergrault, die... Genau. Die zum Penny gehen. Jetzt kommen gleich die ganzen Leute, die bei Family einkaufen. Wir könnten die Quest abgeben im Brachland, da bekomme ich 2 Int Handschuhe. Und du würdest einen Uma mit 2 Ausdauer bekommen. Mhm. Oder du nimmst einfach die Stoffhandschuhe und hast 2 Stärke drauf. Alter. Oh, Stoffhandschuhe. Oh. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, das können wir irgendwann machen. Oh, der war gut. Junge, der war gut. Junge, sag mal wirklich, also unser Let's Play. War echt gut. Das ist pures Gold, ist das, Alter. Ja. Also das war reine Körperbeherrschung. Das war reine Körperbeherrschung. Wo ist denn jetzt hier die Taverne? Wo kann man denn hier seinen Ruhestein machen? Hallo? Habe ich dir doch eben gezeigt? Oh Gott. Ja, warte, ich zeig's dir. Ich war doch eben die ganze Zeit mit dem Innkeeper und habe auf dich gewartet. Ja, ich hab's schon. Neben dem Briefkasten. Sehr gut. Das ist ein richtiger Motzbügel, ey. Richtiger Motzbügel. Eben habe ich die ganze Zeit auf dich gewartet und du bist einfach nicht hingekommen. Du brauchst dich jetzt nicht wieder aufregen hier. Ich schreck mich gar nicht auf. Das war eine absolut angemessene Kritik meinerseits. Aha. Interessant. Kritik. Angemessen. Ja. Mhm. Also soll ich jetzt mit nach Brill kommen? Komm, ich geh ein bisschen mit nach Brill. Ja, komm. Wir gehen gemeinsam nach Brill. Gemeinsam. Aber Händchen halten. Nein. Nein. Und dabei hüpfen. Nein. Nein. Wir gehen auf Abstand. Nur das symbolisiert unser wahres Verhältnis. Ja. Kein Wunder, dass er einen toten Kopf hat. So wie es jetzt gerade ist, so ist es in Ordnung. Ja, du schön 10 Meter hinter mir. Das passt. Ja, du hinter mir, ist mir egal. Hauptsache auf Abstand. Kommt er gleich wieder mit seinem Blinzeln mit so nah. Das ist ja Kütterschein. Habe ich da noch gar nicht. Ah, okay. Ja, man weiß ja nie, du bescheißt ja gerne. Was? Seit wann bescheiße ich? Was? Das ist ein ganz schöner Unterstand, findest du nicht auch? Nö. Findest du nicht? Das kann man schon so stehen lassen. Ja, ich kann neues Essen herstellen. Sollen wir die ganzen Quests im Brill nehmen wir nicht an, oder? Sind das nicht die Low-Quests? Jo. Level 10 und so. Wir können das theoretisch machen. Ich meine, wir sind ja gerade mal ungefähr das Level und. Ja, dann machen wir nicht. Ja, gut. Ja, weil dann freuen wir uns einfach unser Leben, dass wir was hinbekommen, ohne auf die Fresse zu bekommen. Ja.
Wenn wir allerdings jetzt mit dem Level in dem Gebiet dann sterben, dann sind wir wirklich ziemlich arm dran. Dann wird WoW direkt deinstalliert. Hast du ja die Quest hier geholt, Guard Patrol? Mensch. So mache ich das hier, Falco. Was kommt denn jetzt schon wieder? Ach, die Patrouille meinst du? Alles gut. Was postet er denn jetzt schon wieder? Ey, ihr beiden, nehmt euch jetzt gerade mal ein Zimmer, das soll ich nicht. So geht ich. Die halt nach Brille. Von wegen. Ja, dann post es mir zumindest auf WhatsApp, oder dass ich es auch sehe. Nein, du kriegst das ins Discord geschickt. Ach Gott, ein YouTube-Video auch noch, ich kann das nicht. Jetzt ist kann die Frage, wobei wir gehen. Ein Video schicken. Nein, danke. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt nach Brühl und machen da erstmal dann die Quest an. Ja. Oh, da gab ein halbes von Griechen-Gyros. So. Erstmal hier das Gasthaus. Und alles angenommen, hier weit hier rum. Sind wir zum Gasthaus zum tänzenden Pony? Genau. Aber wenigstens das kennst du, das freut mich. Hier noch hoch. Ist da oben noch eine Quest? Jo. So sieht's aus. Kann ich jetzt erstmal kochen, das mein ich so. Ja, mach mal was. Was soll denn das jetzt schon wieder? Mein Falco. Der weint wieder, Moritz. Mach mal was. Komm, leise, Chantal. Es ist schön. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr, das Ganze. Sag ja. Irgendwann kommt nächste Woche ein Heul-Video. Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen. TikTok, Alter. Nee, auf TikTok, da mache ich keine Videos. Glaub mir. Danach schon. Da mache ich nur Insta-Stories untermalt mit Musik. Ja, meine Freundin kriegt von dir auch ständig deine Videos. Und, findest du gut? Auf TikTok sagt sie immer, oh Gott, das nervt. Ja, weil die mich da verlässt, ist ja schön, das freut mich. Nee, weil sie einmal ein Video von dir angeguckt hat. Das, wo ich dich gedisst habe mit dem Witzebuch. Ach so. Ja gut. Das klingt interessant. Wenn sie das nicht will, dann musst du mich irgendwie dann blockieren, also dann kriegst du es nicht. Macht sie aber nicht. So, das habe ich aber ordentlich Quests angenommen. Nicht, die ist kein Unmensch, Arbeit so wie abgeschlossen. Ich. Sie kann mich dann einfach auch gerne direkt followen. Nee, das macht sie nicht. So, sie ist nicht tierfreundlich. Ein Arscher, weißt du? Du bist ein richtiger Arsch. Aber Falco lacht über so eine Scheiße mal wieder. Herzlichen Glückwunsch dazu, ey. Ihr beiden haben sich wirklich zwei getroffen und zwei gefunden. Ja. Ja, wirklich. Ich mag den Mann. Ja, ist mir klar. Ich mag mich auch. Anstatt dass er sagt, er mag dich auch, Falco, sagt er einfach nur, er mag sich auch. Ist nicht so schlimm, ich verzeihe ihm das. Ist kein Problem. Ja. Alles gegen mich. Ich hab immer so einen zweiten Spiegel hier stehen, dass ich auch mit mir selber reden kann. Ja, das ist gut. Wird's nie langweilig, oder? Nee, da sieht man erst recht, wie verrückt ich eigentlich bin. Hast du eigentlich das alte Quest hier angenommen? Ja. Meine Karte sieht gut aus. Weil bei mir sollen hier noch zwei Quests sein, aber ich weiß nicht wo. Ist im Keller eine Quest? Nein, oben. Aber ich war doch oben. Ah, hier war noch eine. Und jetzt habe ich draußen, glaube ich, noch. Was ist das für eine Quest? Wobei, der wird gar nicht angezeigt. Hä? Oben, immer noch. Im Gasthaus oben. Ja, war ich doch gerade. Achso, die ist da vorne, die Quest, das kommt. Und das Schild draußen. Habe ich schon.
bin ja Pro. Mhm. Ich bin Pro, sagt er. Wo lag der Spalter? Was habe ich gesagt? Hast du gerade gesagt, ich bin froh? Nein. Ich habe dich nachgemacht mit, ich bin ein Pro. Bin ich ja auch. Bin Professional. Mhm. Guck mal, jetzt haben wir eine Quest zu Serpent Forest. Ist das nicht super? Aber die Level 6 Quest, die machen wir nicht. Das seid ihr jetzt schon. Wieso? Weil die grau ist. Wo ist die denn? Bei mir. So, wir können jetzt hier alles hier in dem Gebiet machen. Dann nehmen wir die einfach XP gleich mit, dann sind wir ein bisschen stärker für Silverpine Forest dann. Ach, die eitrige Aufgabe. Ah ja. Ja, das ist immer das, was. Egal, lass uns. Ich könnte so böse Sprüche raushauen, aber ich lasse es lieber, wir wollen die Leute nicht vergraulen. Mhm. Ja, man macht mich fertig. Das denke ich mir jedes Mal, wenn wir zusammen spielen. So, dann lass mal jetzt hier schnell die Viecher umhauen, ja? Schließlich gibt das gut XP, auch wenn es nur grüne Quests sind, aber grüne Quests sind schnell gemacht und geben gut. Sehr schön. Ach, du willst den Pelz machen? Ja, ich möchte hier. Kann man nicht Kirschen haben? Achso, stell mal bitte auf jeder gegen jeden um. Ja, hab ich. Ich hoffe, du bist zufrieden. Deine Seele. Mhm. Ja, das sind Quests, die machen uns jetzt nicht so unbedingt Angst. Ah. Weißt du, letztes Mal der eine Raider, der uns getötet hat, der war Level 10. Ja, der hat uns richtig auseinandergerobt. Ja, da wollte ich dich noch retten und dann selbst gesprochen. Er hat euch als Handpuppen benutzt. Guck mal, der Handpuppe, ey. Ist das ein Fetisch oder was? Nein, ich benutze Gegner in PvP auch mal als Handpuppe. Wenn der One-Shot-MM-Hunter kommt. Das ist so pervers krank. Eieieiei. Hm? Als Handpuppe. Ja, Mann. Jesus Christ. Ja, meistens habe ich den immer, wenn wir 3 gegen 3 spielen, wenn einer tot ist und der zweite tot ist, dann spielen wir mit dem letzten Überleben immer und ich teamback immer die tot sind. Okay. Oder Dänze. Mir fällt auf, ich habe seit heute Mittag nicht geschlafen. Nee, warte mal, wann habe ich das letzte Mal gegessen? Ja, war mir klar, dass das wieder kommt. Ich darf heute Morgen 10 Uhr habe ich was gegessen. Was? Ist ein länger her, oder? Es war ein bisschen später, ich glaube 11 Uhr. Ich glaube, ich esse gleich noch was. Aber wenn du die Fragen stellst. Du musst regelmäßig essen, Junge. Mach ich auch, aber irgendwie heute. Ich jetzt auch. Fällt sonst vom Fleisch? Nein. Okay, bei dir würde es ja auch reichen, wenn du mal ein paar Tage nichts essen würdest. Was? Ich bin mega dünn. Was ist falsch mit dir? Fuck Falco. Ja. Ja, das dass er dünn ist oder ja, dass er mal ein paar Tage nichts essen braucht. Dass er zu dünn ist. 87 und irgendwie wiege ich glaube ich so 83 Kilo oder so. Okay. Bin halt durchtrainiert. Was? Habe ich schon erzählt, dass ich einen Rekord im September aufgestellt habe? 237 Kilometer, meine Freunde. Oh. Ey, das ist, Falco, da kannst du schon sagen, das ist schon was, oder? Ja. Definitiv. Danke. Definitiv. Jetzt einmal bist du für mich. Er sagt immer nur ja. Ja. Boah, jetzt war ich so glücklich und jetzt bin ich wieder so traurig. Ja. Und diesmal bist du es nicht schuld, Falco, sondern Moses ist schuld. Ja, ich bin schuld, dass er traurig ist.
Also ich weiß, ihr beiden, ihr spielt am besten zusammen Lords of the Fallen und ich gucke auch eure Streams, versprochen. Was? Soll man spielen? Ja. Lords of the Fallen, dieses neue, also die Souls-like spielen. Souls-like. Weil ich werde es nicht spielen, weil nicht, einfach nicht so. Das im nächsten Jahr kann man mal mit Elden Ring oder so anfangen, aber nicht damit. Und dann gucke ich euch zu, wie ihr beiden dann Koop spielt. Da habt ihr jetzt vielleicht nicht mehr so eine große Klappe. Kommen wir immer. Ich wollte gerade sagen, das vergeht ich uns glaube, nicht. Da kriegt ihr aber dann richtig aufs Maul. Ach, das weil passt. Du hast ja auch Elden Ring durchgespielt, meinst du, Moritz? Ja. Und zumindest weit gespielt. Ich hab ja auch Life of Pi, habe ich auch gespielt. Durchgespielt? Nein. Ja, gucke ich mir gerade immer noch den VOD von Juice von Metashis Bruder an. Mega cool. Also das Spiel gefällt mir extrem gut. Ich hätte echt Bock, das zu spielen, aber nächstes Jahr irgendwann Souls Like. Ja, war du so Bauchkrieg. Es ist doch Ich hab mir das Spiel auch nicht gekauft, ich hab's mir auch nur vom. Also Xbox Game Pass ist doch drin. Ja. Und irgendwann lohnt es sich ja, wenn der Microsoft Deal so richtig durch ist. Ist er schon durch? Ja, aber es ist noch nicht involviert. Ja, er kommt aber kein WoW rein. Warum? Das hat Blizzard schon gesagt. Blizzard sagt viel mehr einen Tag lang. Okay, Microsoft sagt auch viel mehr einen Tag lang. Also wenn Microsoft die aufgekauft haben, glaube ich nicht, dass sie sagen, jo, also wir packen das nicht im Game. Nee, haben die schon hat Microsoft hat das aber schon gesagt halt, dass WoW nicht nicht in den Game Pass mit reinkommt, dass sie dann halt sein eigenständiges Abo beibehalten. Eine Gelddruckmaschine. Also. Genau. Das wär ein Schuss ins eigene Knie. Du kannst ja noch mehr Geld generieren. Warum? Also wenn WoW über den Game Pass möglich wäre und du nicht monatliche Kosten hättest, da will ich nicht wissen, wie viel mehr Abonnenten die hätten. Also es gibt immer viele, die MMOs nicht spielen wegen monatlichen Kosten. So. Gerade bei Final Fantasy ist das zum Beispiel immer noch so ein Ding. Ja, aber der Games Pass muss ja auch monatlich sein. Ja, sag ich ja, aber wenn da dann halt... Aber der Games Pass ist aber teurer, als wenn du ein WoW-Abo hast. Ja, aber wenn du halt eh alles dazu hast, warum soll man dann... Also sprich, das wäre dann Laufkundschaft. WoW wäre Laufkundschaft für Leute, die den Game Pass haben. Die holen sich nicht den Game Pass wegen WoW oder wegen Blizzard, sondern sie nehmen das halt einfach mit. Es ist sowieso der komplette Game Pass von Microsoft sowieso alles. Du kannst den Game Pass, du hast eine Konsole, kannst aber die Spiele, die auf der Konsole kommen, aber auf dem PC spielen. Mhm. Welcher vernünftige Mensch holt sich denn noch eine Konsole denn noch von Microsoft? Abgeschlossen. Was heißt denn nicht? Wir sprechen hier nicht von vernünftigen Menschen, sondern von Nerds. Also was willst du? Ja, was willst du aber mit einer Konsole, wenn du die gleichen Spiele auch auf dem PC spielen kannst? Da brauchst du keine Konsole, das reicht ja nur, wenn du den Game Pass hast. Ja, ist auch richtig. Es gibt aber Leute, die wollen nämlich alles haben, weil sie cool sind. Ich hab Freunde von mir haben sich damals Xbox geholt, weil die PlayStation nicht verfügbar war. Bei denen steht die Konsole nur rum, die verstaubt bei denen nur, weil die gesagt haben, das, was da im Game Pass ist, das spielen wir auf dem Computer. Dafür brauche ich keine Konsole. Aber ich habe die Konsole. Ja, du bist ja ein komischer Nerd. Ne, ich habe sie. Ich habe keine Konsole. Außer die Switch. Ich habe keine Konsole außer eine Switch. Okay. Ja. Wo ist das Problem jetzt? Für mich wird sich die Konsole lohnen, weil halt mein Rechner halt, weil ich habe nicht die Kohle, um jetzt meinen Rechner so aufzurüsten, dass ich dieses Spiel auf dem PC spiele.
Ja, kann ich verstehen, ja. Mhm. Das war teuer, oder? Ich glaube, ich habe immer noch eine 1050er. Also für einen richtig guten Rechner bezahlst du halt richtig viel Geld und viel mehr als für eine Konsole. So, ich habe glaube ich eine 1050er oder 1060er. Also eine 4080, glaube ich, kostet immer um die 1000 Euro oder so. Und du kriegst ja die Light-Version, kriegst du für 150 gebrauchen hergeworfen, ja schon. Next. Mhm. Ja. Dann bin ich mir echt überlegen, ob ich mir keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, Microsoft wäre halt, wenn halt dieser Deal durchkommt oder halt abgeschlossen ist, wollen sie halt die größten Teile der Spiele, die Studios, die sie ja gekauft haben, alle exklusiv ja machen für die Xbox. Ja, aber ich glaube, bei einigen hieß es ja schon, dass sie das nicht machen, was? Weil PlayStation soll ja irgendwie alles einiges behalten. Ja, PlayStation behält 10 Jahre kriegt hier Call of Duty. Ja, genau. Ja. Also, die Angst von Sony war ja, dass sie halt Call of Duty verlieren. Denen ist das scheißegal. Mhm. Die Studios. Für Sony ist halt Activision nur wichtig für den Call of Duty. Der Rest interessiert die gar nicht. Starfield soll Müll sein. Läuft, funktioniert nicht richtig. Welt leer, alles leer. Bei welchem? Starfield. Die haben Starfield als Englisch. Ja, du kannst die Welten ohne Probleme erforschen. Hast du eine halbe Stunde? Starfield ist schon ein geiles Game. Also da ich schon ja, die haben, was sie ja versprochen haben, dass du den ganzen Planeten frei erkunden kannst, kannst du nicht. Hast du nach einer Hälfte, läufst du gegen eine unsichtbare Wand. Ja, aber trotzdem ist es ein gutes Game. Aber die sind leer, also, die Planeten. Es ist alles, es ist leer. Ja, aber trotzdem, es ist ein gutes Game. Also es ist nicht so gut, wie es vielleicht hätte sein können. Nein, es ist ein ordentliches Game. Schrottgame ist das. Das sagen aber viele nicht. Ja, das hat mich jetzt auch nicht so. Catch das Spiel. Das ist Schrott. Ja, ich spiel's nicht, aber ich kann Leute verstehen, die wie Heiko zum Beispiel. Auf dem PC läuft das gut, weil du halt da die Möglichkeit hast, mit Mods zu arbeiten. Auf der Konsole kannst du nicht mit Mods arbeiten. Ich weiß nicht, ob es die Mods jetzt schon gibt. Gibt's bestimmt schon. Ja, von daher. Gibt's bestimmt. Es ist aber halt mein Bruder hat sich das angeguckt, weil mein Bruder ja großer hier Skyrim und Fallout-Fan ist. So. Er hat sich das angeguckt, hat gesagt. Gehen wir jetzt mal raus und machen auf die Fledermäuse und dann ist auch Feierabend, oder? Ja, genau. Hat mein Bruder gesagt, das ist pur. Also Fledermäuse bin ich fertig. So. Nur noch 4. Ja, aber wenn du groß ankündigst, du kannst Millionen Planeten ohne Probleme erforschen und erkundigen, kannst du aber nicht. Ja. Sorry, aber sind wieder falsche Versprechungen gemacht worden, die nicht eingehalten werden. Wir machen für heute Feierabend, oder? Ja, jetzt noch, mach du deine Fledermäuse, mach noch 2 Klauen auf dem Weg nach Brill. Dann gebe ich alles ab und dann passt es. Miep. Schon ätzend, oder? Zum Beispiel dieses Spiel Redfall, was sie auch super angekündigt haben. Triple 80, du auch was. Ja, das ist wohl Schrott. Ja, das ist wohl Knicks. Wer greift mich denn da an? Ach, der. Hinter der, dir. Der durch da. Welches Spiel meinst du? Redfall ist das mit den Vampiren, ne? Wurde auch als super, super geil AAA, wollte für die PlayStation rauskommen, und als Microsoft Studio gekauft hat, haben sie gesagt, nee, das kommt nur noch für Xbox zurück. Reinfall. Ja, schon traurig sowas. Das Traurige ist ja, Microsoft kauft sich ja Studios, um Exklusivtitel zu haben. Sony hat ihre eigenen Studios, muss sich keine Studios kaufen, auch nicht, hat aber die besten Exklusivteile. War hier nicht der Rare? Sieht doch God of War. Ja gut, das stimmt.
Ach ja, gut, das stimmt, ne? God of War ist jetzt auch. Also, viele schwören da drauf. Ich find's jetzt nicht so berauschend, aber ist halt Geschmackssache, ne? Ja. Oder es gibt ja auch andere Top-Exklusivtitel für die PlayStation. Ja. Zum Beispiel Final Fantasy 7 Teil 2 Rebirth. Oder Final Fantasy 16, das was nicht mal auf der Xbox nicht mal laufen würde. Ein Jahr lang nur auf der PlayStation, glaube ich. Ja, und dann kommst du auf den PC, aber. Ja, stimmt. Ja, aber ein Jahr später, also ein Jahr. Ja. Microsoft wollte es damals haben nicht, dann hat Sony hat aber gesagt, das läuft bei euch auf der Konsole nicht. Aber besser ein Jahr später als gar nicht. Was sehe ich das? Ja. Spider-Man, auf Spider-Man freue ich mich. Da habe ich die Quest auch fertig. Wie sieht das aus bei dir? Ja. Ja. 2 von 5. Du bist ja gut dran. Besser sein. Oder das was Microsoft hat ja auch tolle Exklusivtitel wie Halo, aber die entweder verhunzen sie die oder. Ja, das stimmt. Also. Und weil sie halt ihre eigenen Titel nicht gebacken kriegen, kaufen sie größere Studios auf, um für sie Exklusivtitel zu kaufen, bauen, machen zu lassen. Ja. Ist aber ein Zeichen, dass sie halt das aber nicht können. Ja, das stimmt. Ja. Muss man es auf dem Weg machen. Ja. Und es ist auf dem Weg ja auch nicht mal gesagt, dass das Superwelt war teilweise die meisten Spiele von Activision Blizzard sind Schrott. Wie die Fallout-Teile und alles altbackene Grafik. Am besten ist ja im Moment, dass sie die BlizzCon-Tickets gar nicht loswerden. Also nicht die Virtual-Tickets, sondern die echten Tickets. Auf der Seite, wenn ich mir anschaue, dass du in den USA für das Normalticket $300 bezahlst, also nur für das Ticket. Junge, wer gibt denn $300 aus für eine Messe? Also als Messeneintritt. Ich fand ja schon 30 Euro pro Tag auf der Gamescom schon zu viel. Also sprich 60 Euro für 2 Tage, aber $300? Hallo? Aber da ist nichts drin, da ist kein Essen drin, kein Merchandise und so. Bist du fertig? Noch nicht. Also. Du kannst von mir jetzt trotzdem die Abmod machen, weil das ist jetzt nichts, was sein muss. Nee, weil du bist ja am Rumlaufen, ja. Ich bringe jetzt noch die Quests weg, die 2, und dann mache ich die Abmod. $300, ey. Und das ist ja, das ist krank. Es gibt noch eine andere Variante irgendwie, glaube ich, 800 oder so. Ja, ist schon krank, sowas. Vor allem, was glaubt ihr, wie viel die Leute ausgeben? Die geben $300 für die Messe aus, einen Eintritt. Und dann sind da diese ganzen Merchandise-Sachen. Was glaubst du, wie viel Geld du da ausgibst? Weil das ist einfach alles geiles Zeug, was es da gibt. Und aktuell hat. Ey, diese ganzen Figuren da von Blizzard, die sehen so Hammer aus. Ja. Ich könnte Tausende von Euro da raushauen. Instant. Ich hab da auch welche. Ja, das sind hunderte von Euro. Oh. Finde ich, mag ja meine Gul'dan-Figur, die ich habe. Deine was? Ja. Meine Gul'dan-Statue. Ah. Aber weißt du noch, auf der Gamescom, da die eine, diese Krone da von den Nazgul aus Herr der Ringe, die ich dir gezeigt habe, Falco, ey. Also so geil. Oder auch von, auch die Lilith-Statue, aber was war das andere? Das war nicht Lilith, das war noch irgendwas anderes. Also die Statuen sehen halt einfach wahnsinnig gut aus, diese Resin-Statuen. Aber ja, kann ja keiner mehr finanzieren, das Ganze. Arbeit abgeschlossen. Aber das ist schon krass, ich stell mal vor, das ist ihre hauseigene Messe und die haben noch nicht genug Tickets verkauft. Schon traurig, finde ich. Ja, das Video von unserem Österreicher hier, von Jesse, den konnten wir vergessen. Also der Hype, also der springt gerade auf den Anti-Hype auf. Und wenn dann Season 2 kommt, dann ist er wieder der größte Verfechter schon am Mittwoch. Oh, guck mal, wie geil ist Season 2, alles Beste, was da kommt und so. Also ich finde da auch, da könnte man ein bisschen neutraler rangehen an die ganze Sache. Aber ja. Ich habe mir das nur angeschaut, weil er darüber berichtet hat. Ich finde $300 einfach lächerlich.
Ja, das ist safe zu viel, das lohnt sich ja null. Die Amerikaner, ey. Stell dir mal vor, du bist irgendwie, lebst sonst an der Ostküste, dann zur Westküste, sprich der ganze, das ist ja so, als würden wir da hinfliegen, das ist für die auch ein meilenweiter Aufwand, also. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die sind da ja Meilen unterwegs, also. Ja, stimmt. Aktuelle Spiele, die halt exklusiv für die Xbox sind, sind Fable, Forza Horizon 5. Ja, das ist aber geil, Forza. Sport 8, Halo Infinity, ja. Microsoft Fighter Simulator, Hellblade 2, Stage of Decay 3, Starfield, Outer Worlds 2 und Warhammer 40k. So, ich mach grad die Abmod. Ich schalte euch mal kurz auf Sturm. Ich bin ruhig, ja. So, das war's mit unserem Let's Play, Staffel 5, Folge 8. Wir werden beim nächsten Mal hier in der Nähe von Brill mal alles säubern, gucken, dass wir hier soweit fertig werden. Dann gehen wir wieder Richtung Silberwald und machen da unseren Rest fertig. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gebt ein Abo da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.